Mein Name ist Thomas Weitz, ich bin vom Beruf Biobauer, Bioimker und Forstwirt. Seit 3 Jahren gehöre ich dem Europäischen Parlament an und vertrete dort die österreichischen Grünen. Meine Schwerpunkte sind im Agrarausschuss, mir geht es um den Erhalt der kleinstrukturierten Landwirtschaft und um eine ökologische Landwirtschaft, die auch die nächsten 20, 30 oder 100 Jahre uns mit Lebensmitteln versorgt. Zugleich arbeite ich sehr intensiv am Tiertransportuntersuchungsausschuss, wo wir im Wesentlichen untersuchen, ob die Tiertransportverordnung von 2005, also die EU-Gesetze, auf Europas Straßen eingehalten werden, ob kontrolliert wird, ob es Strafen gibt und ob vielleicht diese Tiertransportverordnung einer Verbesserung bedarf. Nachdem wir Fotomaterial einer österreichischen Ohrmarke im Libanon angefunden haben, haben wir uns auf die Suche nach dem Ursprung dieses Kalbes gemacht. Unsere Recherchen, und ich sage uns, weil gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen, haben wir ermittelt, welcher Landwirt es ursprünglich verkauft hatte. Der Landwirt, den wir gefunden haben, ist beheimatet im Zillertal. Von diesem Betrieb ist dieses Kalb ursprünglich weggefahren. Gemeinsam also mit der Zivilgesellschaft und mit dem ORF Tirol haben wir den Bauern besucht, um zu erfragen, ob der Bauer oder die Bäuerin bereit wäre, mit uns zu sprechen. Als wir den Landwirt mit dem Filmmaterial konfrontiert haben, wie ursprünglich sein Kalb dann im Libanon geschlachtet wurde, war große Betroffenheit zu spüren. Es war schwer, selbst für die bäuerliche Familie, sich dieses Video bis zum Ende anzusehen. Es war Entsetzen dabei und Unverständnis. Und vor allem Unwissenheit darüber, wo diese Kälber und wie ihre Kälber tatsächlich enden. Für meine Arbeit im Untersuchungsausschuss ist es für mich zentral, mir vor Ort ein Bild zu machen. Ich habe auch früher schon gemeinsam mit der Exekutive, aber auch gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Transportkontrollen durchgeführt, Schiffsladungen gefilmt, zum Teil geheim, zum Teil öffentlich. Auch in diesem konkreten Fall betreffend der Kälberexporte habe ich mich dazu entschlossen, hinzufahren und mir persönlich ein Bild zu machen, wie werden diese Kälber behandelt, wie werden sie verladen, werden die Grundvoraussetzungen, die gesetzlichen, eingehalten und vor allem, wie findet dieser Transport statt. Das Ziel dieser Reise war es, nachzuvollziehen, wohin unsere österreichischen Milchkälber zum Schluss kommen und welche Reise sie vollziehen und welche Zwischenstationen. Also bin ich zuerst nach Bergheim. Bergheim ist die Verlade- und Sammelstelle des österreichischen Rinderzuchtverbandes, wo Kälber vor allem aus Vorarlberg, Tirol, Salzburg, aber auch aus der Steiermark und zum Teil auch aus dem befreundeten und nahen Ausland gesammelt werden, neu gruppiert werden, neu sortiert werden und dann weiter ihre Reise Richtung Spanien antreten. Nachdem alle Kälber angeliefert waren, wurde die Sortierung komplett durchgeführt. Die schwersten Kälber, und das waren aber die wenigeren, die sind für Österreich bestimmt gewesen, die wurden von österreichischen Mastbetrieben abgekauft. Eine entscheidende Frage für das Wohlbefinden der Kälber ist, ob sie alle gut gefüttert worden sind, bevor der Transport beginnt. Hier wurde eine neue Einrichtung angeschafft vom Bergheim, vom Rinderzuchtverband. Das sieht so etwa aus wie mehrere blaue Lavoirs nebeneinander, wo jedes 3 Liter Milch umfasst. Davor ist eine Zitze, wo jedes Kalb einzeln in einer kleinen Art von Koje seine oder ihre 3 Liter trinken kann. Mittlerweile werden Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftsschulen um Hilfe gebeten, um dafür Sorge zu tragen, dass auch wirklich jedes Kalb vor der Verladung und vor dem Transport seine oder ihre 3 Liter Milch trinkt. Im Normalfall sind die LKWs für den Transport
nicht für Kälber ausgerüstet. Kälber können die Druckknopftränken, die üblicherweise in Tiertransport-LKWs sind, nicht bedienen. Dieses Unternehmen, das die Kälber weitertransportiert hat, hat in dem konkreten Fall ihre LKWs mit Zitzen ausgestattet. Kälbertransporte dürfen maximal 19 Stunden lang sein. Bei diesen 19 Stunden braucht es mindestens eine einstündige Pause unterwegs, eben um die Kälber zu füttern. Wenn nicht innerhalb von 19 Stunden der Bestimmungsort erreicht werden kann, müssen die Kälber unterwegs abgeladen und 24 Stunden Rastpause einlegen können. Na gut, machen wir uns am Weg, oder? Also. Die Kälber fuhren in Bergheim so gegen 22 Uhr abends los. Also bin ich dann nachts über den Brenner hinüber nach Bozen zu dieser Verladestelle des Exporteurs gefahren. An sich habe ich auch dort ersucht, einen offiziellen Besuch abstatten zu dürfen, aufgrund des bevorstehenden Lockdowns auch in Südtirol und der sehr akuten Covid-Situation wurde ein persönlicher Besuch in der Verladestelle vom Betreiber abgelehnt. So, wir sind jetzt da in Bozen, also überhaupt von Bozen in Ritten. Das ist der LKW, der von Bergheim weggefahren ist. Der tatsächlich ist er zumindest hier zugefahren. Und jetzt schauen wir uns an, ob da tatsächlich die Kälber ausgeladen werden. Ja, das schaut gut aus. Der wird die Kälber da entladen. Da ist der Stall daneben. Da schiebt er da jetzt zurück. Also die Kälber werden hier ausgeladen auf jeden Fall. Ich hoffe, die kriegen auch wirklich ihre 24 Stunden Pause. Aber das hat sich zumindest einmal zum Positiven verändert. Nachdem die Kälber in Bozen wieder aufgeladen werden, fahren sie beispielsweise Richtung Spanien und hier zuerst zu einer Verladestelle namens Vic in der Nähe von Barcelona. Die typischen Bestimmungsorte für unsere österreichischen Kälber sind im Allgemeinen Italien, zum Teil für den italienischen Markt, zum Teil für den Export in den Nahen Osten, sehr stark Spanien, hier vor allem für den Export Richtung Nahen Osten, aber auch zum Beispiel Kroatien mästet europäische Rinder, um sie dann vor allem über die Häfen von Russia in den Nahen Osten zu exportieren. Die Verladung auf den Schiffen findet vor allem in den Sommermonaten unter sehr problematischen Bedingungen statt. Nach der EU-Verordnung 2005 dürfen Tiere über 30 Grad Celsius nicht mehr transportiert werden. Der Hitzestress bei Rindern beginnt bei 25 Grad Celsius. Wir haben im Moment mehr als 30 Grad im Schatten. Hier auf dem Asphalt sieht man 45, 44, 45 Grad. Das heißt, in den LKWs wird es auch um die 40 Grad oder mehr haben. Wir werden uns morgen ansehen, wie diese Tiere hier verladen werden und ob das alles noch im Rahmen des europäischen Rechts stattfindet oder schlicht und einfach illegal ist. Der Export von Lebendtieren auf Schiffen widerspricht nicht nur der europäischen Tiertransportverordnung, sondern widerspricht auch dem guten und gesunden Menschenverstand. Diese Art von Transporten müsste, würde man das Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs ernst nehmen, in Zukunft völlig eingestellt und verboten werden. Das würde möglicherweise auch dazu führen, dass künftig die Nachfrage nach Fleisch im Nahen Osten nicht mit Lebendtieren befriedigt wird, sondern mit gekühltem Fleisch, das nach europäischen Standards möglichst nah am Produktionsort mit möglichst wenig und möglichst kurzen Transportwegen geschlachtet und dann exportiert wird. Wenn aber schon transportiert werden muss, dann sind hier kürzere Transportzeiten das Ziel, dann ist eine bessere Versorgung der Tiere unterwegs das Ziel und vor allem eine strikte Einhaltung der Höchstbesetzung, also maximal Stückzahlen pro LKW, vor allem aber auch der Ruhezeiten, und vor allem auch der Limits, was Temperatur anbelangt. Also nicht unter minus 5 Grad transportiert werden und nicht bei Hitze von mehr als 30 Grad im Schatten transportiert werden. Österreich
könnte ohne Probleme seinen gesamten Kalbfleischbedarf aus eigener Produktion decken. Trotzdem ist es so, dass wir 60% unseres Kalbfleischs aus den Niederlanden importieren. Aus den Niederlanden, wo oft Hunderte, nein, Tausende Kälber in Produktionsanlagen gemeinsam versorgt werden. Dieses Fleisch findet sich dann als billiges Kalbfleisch am österreichischen Markt. Vor allem aber in der Gastronomie, denn es gibt hier keine Herkunftskennzeichnung, wo das Fleisch denn herkommt. Zu der Frage, welche Lösungen gäbe es für diese Situation? Damit Österreich diese Kälber nicht mehr exportieren muss, müssen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass regional produziertes auch tierfreundlicher produziertes heißt. Dazu bräuchte es eine Herkunftskennzeichnung von Fleisch in der Gastronomie. Denn dort, wo unsere Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt die Herkunftskennzeichnung bereits sehen, greift der Großteil der Bevölkerung zu regionalem oder österreichischem Produkt. Würde also in der Gastronomie dabei stehen, wo denn dieses Kalbschnitzel herkommt, bin ich mir sicher, dass die Nachfrage nach österreichischer Produktion steigen würde. Das sind Pinzgauer Rinder, das ist eine Lokalrasse hier in Salzburg, ist ein Biobetrieb. Die Rinder hier werden nur mit Raufutter gefüttert, mit Silo, mit Heu und mit Kurzrasenheu, also Futtergrundlage hier am eigenen Betrieb. Und daraus entsteht dann hier Rindfleisch, kein Soja aus Brasilien, kein Mais aus den USA. Und hier, man sieht, die Tiere leben hier alle zusammen in einem großen, offenen Klimastall, können sich bewegen, jung und alt, haben ihre Gruppendynamiken, können immer raus hinten. So kann Rinderhaltung auf eine positive Art und Weise aussehen. So können wir Tierleid verhindern, wir können Tierleid vermeiden und wir können unsere gute, kleinstrukturierte und regionale bäuerliche Produktion damit unterstützen. So, jetzt viel klarer. Viel. Ja, genau. Das war super. Ja.